Hallo zusammen. Wie ihr seht, bin ich mal wieder unterwegs und zwar diesmal an der Mecklenburgischen Seenplatte. Und zwar bin ich in dem Örtchen Buchholz und auch erstmal offiziell auf einem Campingplatz, da man sich aufgrund Corona pro Urlaub mindestens einmal registrieren muss und der Platz hier, ich glaube 8,50 Euro oder 9,50 Euro mit Bulli und eine Person kostet, Duschen Euro, habe ich mir gedacht, das kann man machen. Es ist noch genug Platz für die nächsten 14 Tage, ich könnte theoretisch ganz hier bleiben, werde ich aber wahrscheinlich nicht. Aber nur wahrscheinlich, wissen tue ich selber noch nicht. Ich werde hier viel Rad fahren und euch das zeigen. Und ansonsten habe ich es gerade schon so ein bisschen hergerichtet. Ist gleich 20 Uhr. Nee, die Uhr, doch die Uhr geht falsch. Genau, eine Stunde plus ist 20 Uhr, ja. Und ich bin heute nach der Arbeit losgefahren. Ist Ferienanfang in Nordrhein-Westfalen. Hatte Glück, war nur zwei Unfälle unterwegs und daher bin ich doch relativ gut durchgekommen mit ja, 6 Stunden, ungefähr 500 Kilometer, kann man nicht sagen. Den Tag heute werde ich jetzt erstmal so ausklingen lassen, mich hier ein bisschen hinsetzen und lüften, weil wir doch heute 30 Grad hatten und das ist in dem alten Bulli, meinem Schätzchen hier, doch immer sehr anstrengend. Also, wir sehen und hören uns morgen. Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Müritz. Die Nacht hier auf dem Campingplatz war super. Hier ist es so ruhig und so dunkel nachts, dass ich nicht mal die Fenster verschließen musste. Und trotzdem war es ja stockduster. Hier der erste Blick jetzt auf den Hafen. Ich werde jetzt loslegen mit der Radtour. Und wie immer, wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Hier mal so ein kleiner Blick über die Stellplätze. Also hier darf sich jeder stellen, wie er will. Es ist nicht parzelliert oder sonst was. Hat irgendwie doch seinen besonderen Charme. Weil es nicht so strukturiert ist, finde ich. Direkt daneben so Schrebergärten und kleine Wohnhäuser, das geht hier alles in eins über. Ist also nicht reiner Campingplatz in dem Sinne. Was auffällig ist, was man aber eigentlich wissen sollte, dass hier extrem viele Insekten sind. Aber so nah beim Wasser ja kein Wunder. Ja, dort drüben stehe ich mit meinem Bulli und da geht's jetzt raus. Und hier, das ist so der Eingangsbereich vom Campingplatz mit der Anmeldung. Jetzt muss ich doch noch ein bisschen warten, weil er erst um 9 Uhr da ist, bevor ich los kann, weil ich mich ja doch anmelden muss. Aber kein Problem, die paar Minuten fahre ich jetzt hier eine kleine Runde durch den Ort und nehme euch damit. Was noch ganz witzig war, habe ich gestern glaube ich gar nicht erwähnt, wenn man hier die Adresse eingibt, das ist Dorfstraße 14, sowohl das Gemeindehaus als auch der Campingplatz haben beide die gleiche Adresse. Beides Nummer 14. Deswegen stand ich erst im Garten des Gemeindehauses, weil ich meinem Navi vertraut habe, wo es sagte, jetzt rechts rein. Und das war auch eine Einfahrt, aber wie gesagt, zum Garten des Gemeindehauses. Da hat man mich dann freundlich darauf hingewiesen, dass ich ein Stück zurückfahren müsste Richtung Marina und dann da rein zum Campingplatz. Gesagt, getan. Tja, jetzt bin ich hier. Buchholz heißt dieses kleine Örtchen hier mit dem Campingplatz über übrigens. Und viele der Straßen hier sind so richtige Alleen, keine Radwege, aber trotzdem angenehm zu fahren. Mal gucken, wie es später mit dem Verkehr wird. Ansonsten landschaftlich hier viel, viel Natur, sehr schön.
in den Orten selber ganz viel von diesen schönen kleinen Häuschen ohne diese typischen Massentourismus-Bunker. Finde ich persönlich sehr schön. Das meine ich hier mit diesen klassischen kleinen Häuschen. Die gibt es in schöneren, im schlechteren Zustand, aber alles so die Art. Schöner Blick auf die Kirche. Ist echt ein sehr ruhiges, schönes Örtchen. Was man hier überall hört, sind Bienenschwärme, meine ich. Und so gemütlich sehen hier die Gasthäuser aus. Schaut euch das mal selber an. Gasthof zu den drei Linden. Ist das nicht schön? Das gehört auch noch dabei. Und dort geht's zur Gaststätte Seerose. Fahre ich doch auch mal runter. Hier ist so ein kleines Wehr, was als Zufluss für die Müritz auch gilt. Oder für den Müritzsee. Klein, aber fein. Dann gibt es noch solche schön schnuckligen Wege direkt am See, die man jetzt durch das ganze Schilf dort nicht sieht, aber angenehm im Schatten. Wir haben, wie gesagt, noch keine 9 Uhr und 28 Grad ist schon in der Sonne sehr, sehr warm. Da ist wieder der Campingplatz gleich. Dann kann ich mich jetzt erstmal offiziell anmelden. Der Campingplatz ist übrigens auch hier direkt am Hafen gelegen. Den habt ihr ja heute Morgen beim Start schon einmal von der anderen Seite gesehen. Ich weiß, ich hatte gesagt, ich gehe mich jetzt eben anmelden, habe aber jetzt gerade hier mit diesen ganzen Mauerseglern und Schwalben an den kleinen Bootshäusern nochmal Stopp gemacht. Das sieht so klasse aus, wie die da im Wasser liegen, oder? Was meint ihr? Mit Reetdach teilweise noch. Schön. Also im Moment sind die ausgewiesenen Radwege hier Richtung Nebelsee, wo ich gerade unterwegs bin, doch eher rustikal, wie ihr doch, glaube ich, gut erkennen könnt. Schaut euch diese Landschaft an. Und dort stehen Rehe. Ich zoome mal so ein bisschen, das werdet ihr wahrscheinlich kaum erkennen. Da hinten auch nochmal. Wie gesagt, der Weg an sich ist mehr schlecht als recht, aber landschaftlich Weltklasse. Wisst ihr, was auch klasse ist? Wenn ich jetzt nicht mehr auf dem Campingplatz stehen möchte, darf ich selbst hier, wo ich gerade bin, mit dem Auto reinfahren. Also, ja, unglaublich. Und so sieht es nach guten 8 Kilometer Waldwegen aus. Mitten im tiefsten Wald, so eine kleine Ausbuchtung. Und schon sieht man den See. Entschuldigt, dass ich hier so komische Geräusche manchmal von mir gebe, aber hier ist echt eine Million Insekten. Aber der Blick ist es wert. Die Wege werden immer schmaler. Und dann kommt man auf einmal wieder an so eine schöne Brücke. Ja, wo es sich auch definitiv lohnt anzuhalten. Hier waren heute Morgen noch nicht ganz viele Leute. Ich bin schon komplett voll Spinnenweben. Also bis jetzt bin ich begeistert. Und hier ist das nächste schöne Fleckchen mit einer Mini-Sandbucht. Aber Strand ist Strand. Hier sieht man auch mal so ein bisschen von der Wasserqualität. Ich habe gelesen, dass man das sogar zum Kaffeekochen nehmen kann. Ich möchte es nicht ausprobieren, aber
Es soll wohl so sein. Dort hinten sind auch wieder so kleine Bootsanleger und Häuschen überall. Ich befürchte, dass diese Videos zu lang werden. Also stellt euch schon mal darauf ein, dass es immer verschiedene Teile gibt. Wie ich es mir vorhin schon gedacht habe, jetzt hier, nachdem ich die Brücke überquert habe, stand auch so ein Lager mit 6 Bullis. Und die sind auch hier über diese Forstwege hier reingefahren und lassen sich da gut gehen, wo ich gerade gefilmt habe mit dem kleinen Strand. Wahnsinn, dass das noch erlaubt ist. Weltklasse. Da muss man ja mal sagen, dass das hier im Bundesland noch gut gehandhabt wird. Jetzt muss ich nicht mehr alleine fahren zurzeit. Ja, da fährt das Rentnerpärchen erstmal vor. Da habe ich mich jetzt mal so ein bisschen eingeklinkt. Die kennen die Gegend und erzählen mir unheimlich viel. Unter anderem auch hier mit dem Denkmal. Da geht es darum, dass hier ein Jagd- und Jagdbomber-Fliegerregiment stationiert war. Und am 14. Mai 1982 stürzte kurz nach dem Start vom Flugplatz Lerz der sowjetische Pilot Arapov Sergei Viktorowitsch mit seinem Flugzeug einer MiG-27 nahe der Garzer Ortschaft ab. Trotzdem bereits beim Start Probleme mit dem Flugzeug auftraten und er zum Verlassen der Maschine per Schleudersitz aufgefordert wurde, blieb in der Maschine, um zu verhindern, dass das Flugzeug auf die Ortschaft Garz stürzt und viele Menschen umkommen. Das Flugzeug soll voll aufmunitioniert gewesen sein. Dafür wurde ihm dieses Denkmal gesetzt. Ich denke mir mal, da hat er das Denkmal verdient. Und jetzt beim Vorlesen bekomme ich sogar eine Gänsehaut. Muss man doch Respekt zollen. So, ich werde jetzt mal wieder aufs Rad und den beiden rüstigen Rentnern wieder folgen. Ist schön, wenn man hier jemanden hat, der die Gegend schon kennt. Ja, hier trennen sich jetzt die Wege, aber die sind auf demselben Stellplatz wie ich auch. Deswegen werden wir uns bestimmt noch mal wiedersehen, weil die noch eine größere Runde machen und ich mir jetzt erstmal hier das anschauen möchte und dann eine andere Route vorhabe. Aber ist ja auch ein klasse Plätzchen hier, sogar mit Stellplatz da vorne für Wohnmobile. Und deswegen möchte ich hier auch mal kurz reinschauen. Und zu beiden Seiten auch Wasser. Das ist übrigens die Garzer Mühle. Und hier vorne sind auch die Toiletten, die sind geöffnet. Finde ich sehr gut. Und so wie ich das gerade gesehen habe, gibt es da sogar eine Dusche. Muss ich nochmal schauen. Ja, mit Dusche. Das ist ja ein tolles Fleckchen hier. Camping am Müritzarm daneben. Da das Wasser und hier dieses tolle Café. Kann ich also definitiv von der Lage empfehlen. Hier kommt jetzt die Ortschaft Wipperhof. Und auch da hat man einen tollen Blick hier über die Müritz. Da unten so kleine Rastplätze, wo man auch ans Wasser kann. Irre, schön hier. Ich habe mich gerade entschieden, noch mal hier so einen kleinen Bogen zu machen. Das soll die Nebenstrecke sein. Dort hinten an den Bäumen ist die Hauptstraße. Da ist auch nicht viel los, aber ich denke mal hier auf der Nebenstrecke wird es wohl doch angenehmer sein. Ist das nicht herrlich? Und hier auf diesem Weg darf man mit dem Auto fahren in dieser Landschaft. Und dann sind immer wieder so kleine Zuwege,
natürliche, also nicht asphaltiert, geschottert oder was, die bis runter ans Wasser gehen. Und da stehen die dann mit ihren Bullis, Wohnmobilen oder sonst was. Sowas müsste es bei uns auch geben. Das meinte ich gerade mit den Einfahrten. Ich möchte den jetzt nicht filmen, der da unten ist. Aber ihr seht ja, es geht deutlich hier runter. Ich würde auch nur mit dem Allradfahrzeug reinfahren, definitiv. Aber so wie es aussieht, ist das eins. Und dann machen sie sich da abends schönes Lagerfeuer unter einem traumhaften Platz. Ich glaube, es muss ein Allradfahrzeug her. Und hier gibt es Snacks am Wegesrand. Sehr erfrischend, sehr sauer. Und da geht's weiter. Ja, und hier kommt man raus, wenn man diese Nebenstrecke fährt. Also das ist keine offizielle Nebenstrecke, aber die Strecke, die ich gefahren bin. Da gehe ich jetzt erstmal rüber. Das Holz duftet noch richtig frisch. Mal rüber gehen. Oh, toter Fischlichter. Oh, hier so ein Häuschen ist natürlich auch klasse. So Leben am Wasser, alles Vor- und Nachteile. Aber schön ist es auf jeden Fall. So schön, wie es hier gerade aussieht. Aber hier endet der Weg. Da muss ich jetzt echt noch mal 6-7 Kilometer zurückfahren. In die andere Richtung. Das hat man mir gesagt, immer hier unten am Wasser lang. Da geht es dann auf jeden Fall weiter. Aber wie ihr seht, ist da definitiv Ende. Also nochmal umkehren. Ich habe jetzt hier gerade mit Bewohnern von so einem Seehaus gesprochen und die sagt mir, diesen Weg gibt es schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ist schade, jetzt muss ich wirklich die Strecke zurück, ziemlich, ja doch ein ganzes Stück. Haben mir dann aber eine Strecke erklärt, die durch den Wald führt, wo es ein bisschen schattiger ist, weil die Sonne brennt schon ganz schön gut. Der Witz an der Sache ist, dass an dieser Radkarte oder Radwegekarte die Strecke noch existiert. Sollte man dann vielleicht auch mal erneuern. Aber egal. Ich bin ja zum Radeln hier. Dann radel ich jetzt mal ein Stück doppelt und entdecke bestimmt noch andere Sachen. Direkt hier vor der Ortschaft Fribourne ist eine Blumenwiese für Insekten. Schön gemacht. Und daneben ein kleines Insektenhotel. Hier ein Blick auf die Kirche von Fribourne. Nicht nur ich bin manchmal planlos. Jetzt kamen mir gerade hier zwei Radfahrer entgegen. Die sagten auch, geht's hier noch nach Fribourne? Die waren sich auch nicht sicher. Ah, jetzt bin ich doch da. Radweg Buchholz, da steht ein Schild. Jetzt war ich gerade auch wieder kurz unschlüssig. Es ist im Großen und Ganzen aber gut ausgeschildert, wenn man sich an die offiziellen Wege hält. Bei mir liegt es jetzt daran, dass ich ja hier mal links fahre, mal rechts fahre und keine genaue Route habe. Alles gut. Hier stand jetzt gerade das Hinweisschild 0,9 Kilometer bis Buchholz. Das ist doch das einzige Stück hier an dieser befahrenen Straße. Der ganze Rest war nahezu autolos oder autofrei, selbst wenn man auf Straße gefahren ist. Ich denke, ich mache jetzt hier auch Schluss mit dem Video. Dann könnte es doch passen, dass es kein Zweiteiler wird. Es sind jetzt ja, fast 40 Kilometer
reicht bei den Temperaturen und den Waldwegen, die teils doch sandig und ja, ein bisschen anstrengender sind, aber hauptsächlich aufgrund der Temperatur, denke ich, so 4 Stunden ist schon ganz okay. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch einige Videos folgen hier aus der Region, da ich jetzt erstmal ein paar Tage unterwegs bin. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht's gut, euer Markus.